Ja, ein herzlich willkommen hier aus der Sporthalle Dortmund-Wellinghofen zur Bundesliga-Begegnung Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen, liebe Zuschauer. Draußen ist es eisig kalt, hier in der Halle angenehm warm. Sascha Staat fühlt sich hier so richtig wohl in der Sporthalle Wellinghofen. Wenn wir nach draußen gucken, dass er, naja, das hat gar keinen Zweck, dass wir uns darüber unterhalten, aber wir müssen es tun, denn wir haben technische Probleme. Genauer gesagt, liebe Zuschauer, wir konnten gar keine Kabel hier richtig in die Halle legen, weil unser Ü-Wagen keinen Platz gefunden hat. Die Strecke hier zur Halle, das ist ja ein Schulgelände, ist total vereist und wir konnten mit unserem Ü-Wagen hier zur Halle nicht hinkommen und haben nun mal das Problem, dass wir jetzt heute keine Einblendung, keine Zeitlupe und keine 5 Kameras zur Verfügung haben. Wir haben eine Notlösung jetzt gefunden und arbeiten mit einer Kamera, aber 2 gut gelaunte Moderatoren oder Kommentatoren, und ich denke mal, Sascha, das kann so ein bisschen vielleicht die Temperatur nach oben bringen. Ja, das hoffe ich. Ich hoffe, das Spiel bringt auch die Temperatur nach oben. Das ist ja jetzt eine Partie, die haben wir vor ein paar Wochen auch gesehen. Da hat der BVB in Leverkusen gewonnen, aber nicht so dominant, wie das normalerweise der Fall war in der Bundesliga in dieser Saison. Wir haben ja hier auch schon 2 hohe Siege kommentiert und ja, also zumindest die Trommler sind schon ziemlich heiß. Du hast es gerade gesagt, 27-21 hat ja der BVB in Leverkusen gewonnen und die Fans des BVB hoffen natürlich wieder auf einen Sieg. Und wenn man dann auf die Tabelle schaut, das sieht ja dann eigentlich traumhaft aus Sicht von Borussia Dortmund aus. Leverkusen belegt ja zurzeit den 8. Tabellenplatz. Ja, ich hoffe, die Zuschauer verstehen uns, weil wir verstehen unser eigenes Wort kaum, aber funktioniert hoffentlich. Sonst gerne Rückmeldung von den Zuschauern, können sich gerne bei uns melden. Ganz genau, und liebe Zuschauer, wir haben jetzt auch einen Kommentatorplatz direkt unten, direkt oder in der Mitte auf der Tribüne, und hier gibt es 2 Trommler, die eigentlich immer da sind, die trommeln und trommeln und trommeln den BVB wahrscheinlich zum Sieg, wo wir als Dortmunder uns natürlich drüber freuen, aber es ist da natürlich sehr schwierig, wenn wir uns gegenseitig kaum verstehen, aber wir schauen uns an und das, denke ich mal, klappt dann auch, und wir haben ja zum Glück schon den ersten Treffer nach einer Minute jetzt hier gesehen in der Sporthalle Wellinghofen. Der BVB führt also mit 1:0. Ich werde überwiegend so ein bisschen immer auf das Ergebnis eingehen und die Zeit nennen, und sportlich gesehen wird Sascha sicherlich einiges zur Mannschaft sagen, zur Situation, denn beim BVB läuft es ja ganz gut, denn man muss ja sagen, es ist auch was Positives in der Champions League passiert. Also, du warst hautnah dabei, du hast ja das Spiel kommentiert und da hast du gute Eindrücke mit drüber genommen. Ja, gegen Meschkow Brest hätte ich jetzt beinahe gesagt, weil die habe ich letzte Woche auch kommentiert, aber in der Männer-Champions League war ja Brest-Bretagne. Französinnen haben in Dortmund das Hinspiel hoch gewonnen mit 41-29, aber der BVB hat da unentschieden gespielt und eine richtig, richtig gute Leistung gebracht. Vor allem Inga Smith hat herausragend gut gespielt. Am Ende hat sie 2-stellig getroffen und das war ein wichtiger Punkt. Denn so kann der BVB noch den 6. Platz erreichen. Es wurden zwar die Spiele, die nicht ausgetragen werden können, bei den Frauen in der Champions League gewertet. Müssen wir auch dazu sagen. Da gab es einige Wertungen. Heute kam die Meldung der EHF. Aber man kann auch 6. werden. Und das würde bedeuten, man reist wahrscheinlich nicht nach Russland in der Playoff-Runde im Achtelfinale. Und ich glaube, das wäre den Mädels ganz recht. Und auch der BVB hat schwere Tage vor sich, muss man sagen. Sie sind im Dauereinsatz, kann man sagen. Ja, und das ist ein bisschen das Problem in Anführungsstrichen. Auf der einen Seite, ich weiß, die Spielerinnen, die mögen das ja generell, viele Spiele zu haben. Aber, oh, das ist ein schönes Tor von der Außenposition von Svenja Huber. Die kennen wir hier in Dortmund auch noch. Aber natürlich, alle wollen lieber spielen als trainieren. Aber irgendwann in der Saison, wenn die lang ist und es sind viele Nationalspielerinnen beim BVB dabei, dann wirst du natürlich auch entsprechend müde. 3 Minuten und 15 Sekunden gespielt. 1:1 also. Und der BVB hat den Ball.
pariert. Ah, starker Wurf und... Ist aber gutes Rückzugsverhalten von Inga Smietz, denn Svenja Huber wird schön nach außen gedrängt. Ohne Foul. Auch sehr gut angespielt und hervorragend abgeschlossen. Und der BVB führt mit 2:1. Johanna Stockschläger war erfolgreich für den BVB. 4:15 jetzt gespielt. Hat man gerade wunderschön gesehen. Uwe auf der einen Seite, der BVB mit Inga Smietz sehr, sehr schnell zurück, hat den Tempo-Gegenstoß, also das Tor verhindert. Und selber auf der anderen Seite schnell genug gewesen, um den Treffer zu machen. Immer so, dass der Motor immer so langsam anlief beim BVB. Aber ich habe jetzt das Gefühl, irgendwie ist er doch ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Muss er auch. Gegen Bayer Leverkusen kann man sich nicht erlauben, die ersten 15 Minuten nicht 100% zu spielen. Dafür ist dieser Gegner deutlich zu gut. 5 Minuten rum. Übrigens am Wochenende in Brest auch sehr, sehr gut funktioniert. Inga Smietz kann natürlich auch alles. Die kann die Schlagwürfe, die kann aus dem Rückraum ganz normal werfen, aber diese Schlagwürfe, die haben dafür gesorgt, dass Brest immer wieder Probleme hatte. Und hier haben wir ja noch ein anderes Niveau beim Gegner in der Deckung. Und deswegen kann sie das auch gut ausnutzen. 3:1 also für den BVB. Und der BVB jetzt im Angriff. Und kann... Ein weiterer Treffer erzielen und das klappt auch. 4:1, 6 Minuten gespielt hier in der Sporthalle Wellinghofen. Und es läuft rund schon für den BVB. Merel Frerichs, die erfolgreiche Torschützin für Dortmund. Ja, sie stehen gar nicht schlecht, die Dortmunderin, aber das Tanzen gerade nicht optimal und dadurch gibt es jetzt den 7 Meter und du hast es vorhin schon angesprochen gehabt, Svenja Huber, keine Unbekannte hier in Dortmund und sauber verwandelt, 4:2, 6,5 Minuten gespielt. Mariana Lopez hat den 7 Meter rausgeholt. Kam ja erst vor einigen Wochen vom Thüringer HC zu Bayer Leverkusen und spielt seitdem eine richtig, richtig gute Rolle. Ja, ist ein tolles Tor von Inga Smietz. Schön geguckt auch, was macht die Torhüterin und dann eiskalt übers Handgelenk. Es hat sich auch schon wieder was bei Borussia Dortmund getan. Denn der Vorstand ist dabei, gerade schon eine neue Mannschaft mit dem Trainer aufzubauen für die neue Saison. Und es entwickelt sich auch für die neue Saison eine schlagkräftige Mannschaft. Also da ist Feuer im Spiel, hätte ich beinahe gesagt, beim BVB. Denn die Spielerin, die man bis jetzt verpflichtet hat, die sollen dafür sorgen, dass man auch in der neuen Saison hier exzellenten Handball erleben darf. Da bin ich mir sicher. Eine davon ist Amelie Berger, Nationalspielerin, kommt aus Bietigheim für die Rechtsaußenposition, ersetzt dann Kelly Vollebrecht. Die sehen wir da gerade mit der 31 rechts im Bild. Also das ist eine Spielerin, glaube ich, die über viele Jahre hier diese Position sehr solide besetzen kann. Inga Smietz war das. 6:2, 8 Minuten gespielt hier in Dortmund. Überzeugt mich diese Anfangsphase. Du hattest eben ja schon gesagt, zuletzt gab es da immer wieder Probleme. Vielleicht dann auch hat das mit dem Gegner ein bisschen zu tun, wenn man gegen einen Abstiegskandidaten spielt. Aber heute gegen Leverkusen keine 10 Minuten gespielt. Guter Anfang, auch wenn das ein tolles Tor war. Zürich Sprengers war das.
Das war gut überlegt, aber es klappte nicht. 9 Minuten sind rum. Ja, ein bisschen verspekuliert. Die Belegung, die war erfolgreich für Leverkusen. Das war bei Kelly Dulfer in Brest auch ein bisschen so. Sie hat offensiv nicht so gut funktioniert. Sie muss allerdings auch in der Abwehr immer relativ viel ackern im Mittelblock. Und sie hat in dieser Saison ja nicht nur sehr, sehr viele Spielanteile gehabt, sondern sie war ja auch noch bei der Europameisterschaft mit den Niederlanden, hat da mehr gespielt als in der Vergangenheit. Und da spielt sie ja eigentlich nur in der Abwehr, aber hat jetzt dann auch mehr Einsatzzeiten im Angriff bekommen. Und man merkt das so ein bisschen jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison. 6:4 Führung noch für den BVB. Und wir sind jetzt in der knapp 11. Minute gleich. Gut gehalten. Jara den Holte im Tor bei Borussia Dortmund. Ja, ich glaube, jetzt ist gerade so eine Phase eingetreten, wo so ein bisschen die Mannschaft, ich hätte beinahe gesagt, unkonzentriert spielt. So einige Fehler passieren jetzt. Ach, zumindest keine Abspielfehler, also. Aber die Lücken sind jetzt da. Ja. Jetzt muss der BVB mal wieder abschließen. Und das gelingt jetzt auch. Das war wichtig. Johanna Stockleder wieder für den BVB. Erfolgreich. 7:5. Oh, die geht gut in die Lücke. Mariana Lopez, bisschen Glück beim Anfaller. Lopez gefällt mir sehr, sehr gut im halblinken Rückraum. 7:6, 12 Minuten gespielt. Leverkusen, wenn wir den Tabellenplatz jetzt mal vergessen, das ist eine gute Mannschaft. Die haben hier einige richtig gute Spielerinnen mit dabei und die haben auf der Bank auch noch Alternativen. Also es ist nicht so, dass Martin Schwarzwald nicht noch andere Spielerinnen zur Verfügung hätte, die in der Lage sind, dem Spiel hier irgendwie ihren Stempel aufzudrücken. Und sie haben ja auch noch im Hintergrund eine sehr erfolgreiche Handballspielerin, Renate Wolf, die ja sehr aktiv für Bayer 04 Leverkusen, ich hätte meinen, dass Jahrzehnte schon tätig ist, ganz früher mal hier in Dortmund, müsste 93, 94 gewesen sein, daher kenne ich sie noch, also sie wird wahrscheinlich jetzt zu Hause sitzen und sich da spielen, denn sie ist heute nicht hier in der Sporthalle Wellinghofen, die sie ja sehr, sehr gut kennt. Ja, dann schicken wir auch mal einen Gruß rüber an Renate Wolf und das ist wirklich bemerkenswert. So viel Leidenschaft und Engagement für einen Verein, nicht über ein paar Jahre, sondern über Jahrzehnte, das muss man erstmal nachmachen. Und der BVB zum 9:6, 13,5 Minuten gespielt und Bayer 04 Leverkusen verkürzt 9:7. Ja, liebe Zuschauer, noch einmal, wenn Sie später eingeschaltet haben, wir können leider jetzt heute nicht mit unserem Ü-Wagen vorfahren um Dortmund herum und auch hier
in der Nähe der Halle ist alles vereist, Hochschnee. Wir haben 30 cm Schnee gehabt am Wochenende und wir haben Minustemperaturen. Im Moment sind minus 7 Grad hier und deswegen haben wir so eine Notlösung jetzt aufgebaut, dass wir überhaupt in einen Stream zeigen können mit einer Kamera und zwei netten Kommentatoren, um es mal so zu sagen. Und wir hoffen, dass sie trotzdem mit unserer Übertragung leben können. Sonst sind sie ja mehr gewohnt. Sonst haben wir ja bis zu 5 Kameras im Einsatz und Zeitlupen etc. Heute ist das alles ein bisschen schwieriger, aber ich hoffe, es klappt alles. Ja, Sascha, 9:8, also 15 Minuten fast gespielt. Na, also jetzt hat sich das Spiel aber doch so ein bisschen verändert. Ja, ich finde nicht, dass das daran liegt, dass der BVB schlecht spielt, sondern ich finde, dass Bayer Leverkusen gut spielt. Wir spielen im Angriff einen sauberen Ball. Hab jetzt schon 2-3 Mal den Namen Mariana Lopez in den Mund genommen. Die macht das gut. Geht da gut in die Lücken rein. Macht auch Platz für ihre Mitspielerin. Das wird ein spannendes Spiel. Und Glück, der BVB hat weiter den Ball. Und jetzt müsste der BVB, ist ja wichtig, mal wieder abschließen. Ja, hat sie Glück, die Abwehrspielerin, aber schön rumgekommen von Laura von der Heiden. 10:8. Knapp 16 Minuten sind gespielt. Bei Laura van der Heiden mag ich, dass die generell nicht viele Fehler macht. Die spielt intelligent Handball. Sie spielt vielleicht nicht so spektakulär wie andere Spielerinnen, nicht so spektakulär wie mit dem Schlagwurf eine Inga Smietz vielleicht. Macht auch nicht zu viel, aber sie spielt unglaublich intelligent und das macht sie so wertvoll wie die Mannschaft. Auch sehr intelligent gemacht, gut gesehen. Kelly Wollebrig, 11:8, 16,5 Minuten gespielt. Schließt diese Terrorismus-Spielstand 11:8. Nein. Ja, es tut mir leid, es ist ja der Regel nach auch erlaubt, da eine gelbe Karte zu geben. Das war aus meiner Sicht keine richtig aktive Bewegung. Wir haben ja heute leider keine Zeitlupe, aber das war keine aktive Bewegung von Kelly Vollebrecht in Richtung des Balles. Ich finde die 2 Minuten Zeitstrafe da überzogen. Julian Köppel und Dennis Regner sind die beiden Schiedsrichter auf dem Spielfeld. Es ist jetzt sehr spannend zu sehen, wie sie das in Unterzahl lösen werden. Ja, tolle Täuschung. Ja. Sevilla Jukatite. Elf zu 9, 17,5 Minuten hier in Dortmund gespielt. Als gleich Leverkusen eine Auszeit nehmen wird. Sascha. Das wundert mich ein bisschen, um ehrlich zu sein. Gerade läuft relativ viel, relativ gut für Bayer Leverkusen. Und Glück, schnell reagiert. Guter Wechsel noch. Jaraten holte sofort wieder im Tor und konnte den Ball abfangen. 11:9 nach 18 Minuten. Das hat nicht funktioniert. Und das Tor ist leer. So,
Mit Springers erfolgreich für Leverkusen. 11:10 nach 18,5 Minuten. Also ich lege mich jetzt mal fest, bis zur Halbzeit wird das auf jeden Fall eng bleiben. Und dann entscheiden die nächsten 10 Minuten, was Bayer Leverkusen hier heute erreichen kann. Und der BVB ist wieder komplett. Gut gearbeitet von der Abwehr von Bayer Leverkusen. Und das ist auch schnell wieder hinten vom BVB. Das machen sie auch gut über das ganze Spiel bislang. Diesmal hatte der BVB eigentlich eine recht gute Anfangsphase, aber du hast es gerade schon gesagt, die Leverkusener Mannschaft darf man nicht unterschätzen, die spielen wirklich einen guten Handball. Ich finde, dass sie vor allem im Angriff einen sehr guten Ball spielen gerade, also das ganze Spiel schon, weil sie sehr, sehr schnell spielen und damit bringen sie Dortmunder Abwehr in relativ viel Bewegung. Die müssen immer von rechts nach links verschieben und das macht es dann schwer, die Lücken zu stopfen. Na, kaum sage ich es, machen sie natürlich den Fehler. Ja, schön angenommen. Klasse gesehen und hervorragend, hätte ich beinahe gesagt, abgeschlossen, aber gut pariert von der Torfrau Christina Grauwitz. 11:10, knapp 21 Minuten hier in Dortmund-Wellinghofen, hier zu spielen in der ersten Halbzeit. Das war so eine Szene übrigens gerade ein bisschen symptomatisch für die Phase, die Kelly Dulfer momentan in der Offensive hat. Das war eine zweite Welle, sie ist bei 9 Meter, sie ist größer als jede Spielerin auf dem Feld, also auch größer als jede Abwehrspielerin von Bayer Leverkusen. Einfach ein bisschen mehr Mut zum Tor. Und wenn keine Abwehrspielerin rauskommt, einfach Miguel Fredericks anspielen. Und dann wirft die entweder frei vom Kreis oder Kelly Dulfer hat schon längst abgezogen. Also im Moment habe ich wieder den Eindruck, was ich schon öfter gesehen habe, man hat gute Torraummöglichkeiten, gute Szenen, aber man schafft es einfach nicht, den Ball ins Netz zu befördern. Entweder knapp vorbei oder die Torfrau steht sehr gut. Also manchmal, wenn man die Spiele immer wieder hin, hat der BVB so eine Phase. Ja, ich habe es ja eben schon erwähnt, Bayer Leverkusen macht das bislang auch sehr, sehr gut. Das liegt auch daran, nicht nur am BVB, aber gerade gab es halt diese Szene, die ich beschrieben habe, in der zweiten Welle. Kelly Dulfer ist über 1,80 Meter. Und dann kann ich von so einer Spielerin auch erwarten, in der zweiten Welle, wenn ich bei 9 Meter bin, nicht zu gucken, ob ich parallel spielen kann, sondern da muss ich abschließen. Ich komme mit viel Schwung. Steig hoch und dann guckst du, kommt die Abwehr raus, wenn nicht, dann wirfst du einfach. Ja. Bisschen mehr Konsequenz, sage ich mal. Bisschen mehr Mut auch in die eigenen Fähigkeiten würde ich mir da gerade wünschen. Und ich bin mal gespannt, was sich ändern wird, denn die Auszeit kam ja von Bayer Leverkusen, wo du auch gerade schon sagtest, und man konnte es ja auch sehen, die Mädels haben eigentlich einen guten Lauf aus Leverkusen. Ja, ich glaube, dass Martin Schwarzwald vielleicht jetzt auch gesagt hat, überpaced nicht, macht nicht zu schnell, weil sie hatten jetzt zwei Angriffe, wo sie den Ball verloren haben und der BVB konnte Tempo machen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sie jetzt nicht sagen, okay, wir müssen jetzt zu schnell spielen, wir müssen uns wieder darauf konzentrieren, keine Fehler zu machen. Weil das haben sie in den ersten 20 Minuten eigentlich sehr, sehr gut gelöst. Insgesamt hat es ja 43 Spiele schon gegeben, Dortmund-Leverkusen oder Leverkusen-Dortmund. Und Leverkusen hat übrigens 21 Siege zu verzeichnen, 4 Unentschieden und der BVB hat nur 18 Mal gewonnen. Also, aber diese Saison ist ja eine besondere Saison, der BVB ist Tabellenführer mit 30:0 Punkte und da heißt es plötzlich nach 22 Minuten 11:11. Aber der BVB
Laura van der Heijden zum 12:12 und der BVB führt wieder. Der Unterschied ist, wir haben hier auch gesessen gegen Halle Neustadt und gegen Mainz. Bei diesen beiden Mannschaften war klar, über 60 Minuten können die das Tempo nicht halten. Dann haben die nicht mehr die Kraft, vor allem Mitte zweiter Halbzeit haben wir das in beiden Spielen gesehen. War eigentlich ein Spiegelbild, das eine Spiel, das andere Spiel. Heute ist das ein bisschen anders. Meinst du, dass Leverkusen konditionell und auch, ja, wenn man das Spielverhalten sieht, es durchhält gegen eine sehr starke Mannschaft? Denn der BVB hat meistens auch in der zweiten Halbzeit überzeugt, wenn man die Spiele gesehen hat. Wenn sich Leverkusen an den Plan hält, den sie haben, dann haben sie eine Chance. Heute spielt natürlich eine Spielerin wie Mia Czocke nicht mit. Ja, aber es ist richtig. Sie muss den Druck machen, weil sonst wird die Abwehr nie auf sie rauskommen. Deswegen ist okay, sie kriegt den Freiwurf, alles in Ordnung, aber sie muss es probieren. 7 Minuten noch zu spielen jetzt in der ersten Halbzeit, 12:12 für Borussia Dortmund. Der Platz da sein, super. Ja. Die kamen nicht mehr hinterher, die ganze Zeit von rechts nach links nochmal schön durchgespielt und dann ist natürlich die Linkshänderin an der Seite mit dem Wurfarm frei. Laura van der Heijden und 24 Minuten gespielt, 13:11 für Borussia Dortmund. Schönes Anspiel und gut gezogen, ja. 7 Meter. Und sie hat auch damals, wo sie bei Dortmund gespielt hat, hier immer wiederum die 7 Meter geworfen. Svenja Huber. Und sie guckt gar nicht, was die Torhüterin macht. Sie sucht sich die Ecke unten links und keine Möglichkeit für Yara Ten Holte im Tor von Borussia Dortmund. Knapp 25 Minuten gespielt, 13:12. Ein knappes Ergebnis, was wir bis jetzt hier in der Sporthalle Dortmund-Wellinghofen erleben. Svenja Huber früher ja auch häufig auf halb eingesetzt. Beim TuS Weimar gespielt, beziehungsweise hinterher dann Koblenz. Thüringer AC, Nationalmannschaft hat sie auch gespielt. Eine sehr meinungsstarke Persönlichkeit, aber das finde ich auch ganz gut. Und vor allem sehr, sehr verlässlich. Ja, gut abgeschlossen. 14:12. Jetzt sind ja noch so 4,5 Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit. Gucken wir mal, wie groß gegebenenfalls der Vorsprung ist des BVB zur Pause, weil das war in den anderen Spielen ja dann 3 Tore, ich glaube einmal 5 Tore. Aber so richtig wegziehen können sie bislang nicht. Ja, man sieht's. Also Leverkusen setzt immer noch einen drauf, dann wieder. Und es bleibt knapp hier. 4 Minuten jetzt noch zu spielen in der ersten Halbzeit. 14:13 führt noch der BVB. Ich glaube, wir erleben diesmal ein etwas anderes Handballspiel, als wenn wir die letzten Spiele mal betrachten hier in der Halle, die doch ziemlich nachher deutlich ausfielen. Aber zum Glück gibt es Inga Smietz aus Sicht von Borussia Dortmund. Die ist momentan in so einer guten Form. Weiß man natürlich auch nicht. Vielleicht ist mal, sie verlässt ja den Verein. Das ist auch eine gute Sache. Wenn das öffentlich bekannt ist, wenn da nicht mehr irgendwie hinter den Kulissen diskutiert wird. Natürlich gibt es dann Gerüchte. Was passiert mit dieser Spielerin? Der Vertrag läuft aus. Jetzt ist das geklärt. Jetzt kann man sich wieder komplett aufs Handballspielen konzentrieren. Also sie spielt frei auf, um es mal so zu formulieren. So hätte ich es auch sagen können. Ja. Vielen Dank. Toller Block. Ja. Gut pariert. Ja.
ist richtig gut, aber da muss die Abwehr auch einen Schritt rausgehen, weil sie wissen, Inga Smits macht das. Die interessiert das nicht, die wirft dann einfach. Und das ist die Abwehr viel zu passiv. Und es gibt 2 Minuten. Die Uhr steht bei 27:34. Ja, und die Zeitstrafe auch noch für Mary Frerix. Also das wird jetzt nochmal spannend bis zur Pause. 2 Tore Vorsprung für den BVB. Ich glaube nicht, dass wir so ein deutliches Halbzeitergebnis jetzt hier erleben werden, wie wir es ja manchmal hier gewohnt sind in Dortmund. Das Tor ist leer beim BVB. Zwei Minuten noch in der ersten Halbzeit. So, ja, Tenholt ist wieder im Tor. Oh, und das ist, ja, das ist natürlich stark, muss man sagen, von Lili Holste. Hat jetzt auch schon 3 Treffer erzielt. Übrigens, wenn du es mal vergleichst, was Lili Holste gerade gemacht hat und Kevin Dulfer in der zweiten Welle. Holste, die hat sich gesagt, ich gehe da jetzt durch und wenn ich aufgehalten werde, kriege ich das Foul. Dann ist es auch egal, vielleicht kriegen wir den 7 Meter, vielleicht sogar noch 2 Minuten. Dann bleiben die Spielerinnen weg. Und noch 1:34 ist der BVB noch in Unterzahl. 16:15. Ein ganz knappes Ergebnis hier in Wellington. Ja, das muss man sagen. Das ist übrigens ein wichtiger Treffer jetzt, kurz vor dem Seitenwechsel. 30 Sekunden. Oh, das ist wieder toll gespielt von Bayer Leverkusen. So schnell. Der BVB ist jetzt wieder komplett und es laufen die letzten 20 Sekunden in der ersten Halbzeit. 17:16, 15 Sekunden noch und der BVB 10 Sekunden noch. Muss jetzt abschließen. Jetzt kommt der Stempel. 4 Sekunden, ja. Und 3, 2, 1 und. Einmal hätten sie vielleicht noch spielen können. Eventuell ein bisschen zu früh von Inga Smits, dieser Wurf. Gut, war nicht mehr gefährlich, dass da irgendwie noch Leverkusen einen Angriff starten könnte. Aber einmal mehr vielleicht noch, um die Abwehr ein bisschen weiter auseinanderzuziehen. Ja, knappes Ding. Dann lassen wir uns mal überraschen, was wir in der zweiten Halbzeit erleben und möchte mal darauf hinweisen, 27:21 hat der BVB in Leverkusen gewonnen und heute ist es nicht ganz so einfach, das sagt mir mein Gefühl, aber wir lassen uns überraschen, was die BVB-Mädels in der zweiten Halbzeit hier auf dem Parkett zaubern werden. Wir melden uns dann gleich wieder mit der zweiten Halbzeit, an dem Gruß hier aus der Sporthalle Willinghofen. So, die Pause ist zu Ende. Die Trainer werden wohl richtige neue taktische Informationen weitergegeben haben. Sascha, du kennst dich ja aus und besonders gut im Handball. Welchen Tipp hat denn der Trainer von Borussia Dortmund seinen Mädels jetzt mit für die zweite Halbzeit den Weg gegeben? Was meinst du denn? Vielleicht mal Abwehr spielen. Und zwar so, wie Borussia Dortmund das kann. Mit einer ehemaligen All-Star-Spielerin bzw. besten Abwehrspielerin einer Europameisterschaft mit Kelly Dulfer in der Mitte. Und jetzt spielt auch am Kreis bzw. im Mittelblock nicht mehr Meryl Frerix, sondern Clara Danielsson. Die ist ein bisschen größer. Ich glaube, das tut dem BVB ganz gut. Wenn sie nämlich dann tief bleiben, hinten, können sie sowieso leichter blocken. Das ist mal das Erste. Und was ich hoffe, ist, dass sie sich nicht so locken lassen. Weil Bayer Leverkusen will gar nicht über den Block werfen. Die wollen von 6 Meter frei durch zum Abschluss kommen. Das ist ja insgesamt eine Tendenz im Welthandball bei Männern und bei Frauen. Aber das muss der BVB besser lösen, besser in der Abwehr.
Und es heißt 17:16 für den BVB. Also ein knappes Ergebnis jetzt hier in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit hier in Dortmund-Wenninghofen. Und jetzt könnte der BVB auf 18:16 erhöhen. Aber da muss man erstmal jetzt die Abwehr knacken vom Bayer 04 Leverkusen. Die Elfen machen wirklich ein gutes Spiel hier in Dortmund. Spielen sehr gut mit. Ja, Vanessa Fehr ist jetzt im Tor von Bayer Leverkusen und trägt die erste Parade. Ja, und das war natürlich toll durchgesetzt, muss man ganz hervorragend anerkennen. Mariana Ferreira Lopez war das. Und es heißt 17:17 und jetzt endlich der BVB. 18:17. Das war jetzt wichtig. Inge Smith erfolgreich für Borussia Dortmund. Und 2 Minuten jetzt in der zweiten Halbzeit hier in Wellinghofen gespielt. Der BVB muss vor allem jetzt, wenn sie die Gelegenheit haben, müssen sie auf Tempo spielen. Und zwar so schnell es geht, so oft es geht, damit Bayer Leverkusen müde wird. Und das ist ja eigentlich die Stärke von Borussia Dortmund, um es mal so deutlich zu sagen. Das funktioniert heute nicht, weil die Abwehr nicht funktioniert bislang. Aber das war jetzt eine Riesenlücke. Das darf normalerweise nicht passieren. Laura van der Heijden zum 19:17. Ja, für die Zuordnung auf der Seite und Rückzugsverhalten bei Leverkusen. Deswegen war das sehr viel Platz. Wieder gut gespielt. Das ist ein tolles Tor. Und das sind auch zu Recht 2 Minuten. Sie schubst von hinten. Bei diesem Spielzug hat Bayer Leverkusen alles richtig gemacht. Das Timing hat gestimmt, die Pässe kamen jedes Mal blitzsauber, dass sie auch gut zu fangen waren und zu verarbeiten. Und wenn du das so gut durchspielst, dann machst du am Ende ein Tor und ziehst auch noch 2 Minuten. Für den BVB sehen wir jetzt diesen Angriff, Treffer Nummer 20. Das Foul beginnt außerhalb, aber endet innerhalb und es ist noch die gleiche Aktion, kann man, wenn man möchte, auch den 7 Meter gehen. Das Tor ist leer bei Borussia Dortmund. Starkes Stopp-Foul. Die gefällt mir gut heute. Glück, hätte ich beinahe gesagt. Ja, das kannst du ruhig sagen. Der Pfiff kam gerade so richtig. Und noch 1 Minute in Unterzahl. Die nächsten Minuten entscheiden jetzt darüber, ob das bis zum Ende des Spiels eine enge Sache wird oder ob der BVB sich dann doch absetzen kann. Haben wir früher übrigens in der Jugend auch immer gemacht. Dreierblock war das damals aber nur. Klassiker. Und das ist gerade sagen, sie stand sehr gut. Und Jennifer Gutierrez Vermeio. 34 Minuten gespielt, 20:18 und 30 Sekunden noch in Unterzahl. Der BVB, aber Leverkusen bleibt am Ball und kommt wieder ran mit der Nummer 6. Schöne Springers erfolgreich für die Elfen aus Leverkusen. Und die beiden Trommler, sie trommeln hier. Sie geben alles, um die Mannschaft von Borussia Dortmund hier zum Erfolg zu trommeln. Aber der BVB tut sich schwer, die Lücke fehlt einfach, die Mädels gehen gut. Heute würde Alina Greisiels im Spiel ganz gut tun, dann
etwas mehr Tiefe im Spiel, weil der BVB geht sehr viel von rechts nach links. Die spielen auch einen schnellen Ball wie Leverkusen auf der anderen Seite. Aber sie gehen nicht alle richtig in die Tiefe. Das macht eigentlich dann manchmal Laura van der Heijden. Und bei den Schlagwürfen geht man ja auch nicht richtig in die Tiefe. Aber dieses Reingehen in die Lücke, das ist was, was Alina Greisiels ganz gut macht. Insbesondere, wenn dann Smith noch links von ihr spielt. Ja, da gebe ich dir recht. Ja, das ist ein klassischer Überzahlspielzug. Und das Quinti Glück war diesmal auf Seite von Borussia Dortmund. Lara Monti, Daniel Sonnen erfolgreich. 21 zu 19, 35 Minuten und 30 Sekunden jetzt hier gespielt. Ich habe gesagt, deswegen klassischer Überzahlspielzug, weil die Kreisläuferin Clara Danielsson, die stand vor Svenja Huber. Und wie soll Svenja Huber mit 20 cm kleiner diese Sperre lösen? Das ist nicht möglich. Da muss man nur sauber rüberspielen. Und dann ist im Prinzip freier Wurf garantiert. Überzahl ist einfach, wenn man die richtigen Spielerinnen dafür hat. Ja, eigentlich ein technischer Fehler. Und der ist es am Ende auch. Noch in Überzahl der BVB und ab. Ich wollte gerade sagen, ab, aber es gibt einen 7 Meter. Das war auch nicht nur ein bisschen im Kreis, das war anderthalb Meter im Kreis. Aber den muss sie auch selber machen. Also aus der Position kann man den auch reinwerfen. Inga Smith mit der 10 holt aus und verwirft. Das ist nämlich das, was dann passieren kann. Einfach den freien Nutzen. Also der Ball muss aufs Tor kommen. Auch wenn die Abwehrspielerin Meter im Kreis steht. Sie hat frei geworfen, mehr oder weniger. Vanessa Fair, klasse pariert. Wäre nochmal die Möglichkeit gewesen, auf plus 3 wegzugehen. Ja. Schade aus Sicht von Borussia Dortmund. Also es bleibt auf jeden Fall spannend hier in der Sporthalle Wellinghofen. Und wir haben also in den letzten Wochen eigentlich deutliche Siege erlebt hier, überwiegend auf Seite von Borussia. Und diesmal könnte es knapp werden. Umso schöner für die Zuschauer. Ja, Arm ist oben, jetzt muss Leverkusen mal ein bisschen Druck machen. Das ist das erste Mal seit längerem, dass die BVB-Abwehr den Angriff von Leverkusen ein bisschen länger hält. Oh, das war schade jetzt. Wir sind jetzt in der 38. Minute. Oh, toll gemacht. Ja. Aber das ist zu einfach. Brianna Lopez. Da wundert man sich, so wie es beim Thüringer HC bislang in dieser Saison gelaufen ist, warum sie da nicht mehr Einsatzzeiten bekommen hat. Hat jetzt heute auch schon 4 Tore erzielt. 21 zu 20. Ja, sie geben jetzt hier Abwehr durch den Kreis. Vor ein paar Minuten, du erinnerst dich, Uwe, habe ich angesprochen. Auf der anderen Seite war das Foul am Ende auch noch deutlich im Kreis. Eine Linie wäre schön. Tina Abdullah versucht es jetzt. Vielleicht hat sie mehr Glück. Oh, interessant. Sie wirft hoch. Ja. Weil ich habe mal gelernt, wenn der Torhüter oder die Torhüterin auf der Linie steht, flachwerfen. Aber es hat geklappt. Hat geklappt, ja. 22:20, 39,5 Minuten sind rum. Ja.
Trommler haben nun mal einen anderen Rhythmus eingelegt. Ja, die Abwehr zu unterstützen kann nicht schaden heute. Ja. Bei 20 Gegentreffer nach 40 Minuten, das sind hochgerechnet 30. Das kann André Fuhr nicht gefallen. Ja, da muss man wischen, richtig. Alles gut. Zum Glück sind die Autos von Ebbinghaus rutschsicherer als das Werbelogo. Gerade wo es so glatt ist draußen. Ja, also das müsste, eigentlich müsste das jetzt für einen Opel Mokka reichen, oder? Oder Ford. Ja. Er fuhr fort und kam nicht wieder, aber wir sind wieder gekommen. Und wir hatten heute also das Problem, liebe Zuschauer, dass wir, wenn wir das Thema schon ansprechen, mit dem Ü-Wagen gar nicht hier zur Halle kamen, da es sehr, sehr glatt ist. Wir haben minus 7 Grad hier in Dortmund gerade. Und 30 cm Neuschnee hat es gegeben am Wochenende. Und die Straßenverhältnisse sind nicht berauschend. Und gerade in dem Bereich, wo wir sind im Dortmunder Süden. Und da ist es meistens ein bisschen kälter und auch ein bisschen mehr Schnee. Also deswegen könnten wir heute nicht eine Übertragung machen, wie Sie es gewohnt sind, mit Ihren Kameras Zeitlupen. Und deswegen mussten wir so ein bisschen improvisieren und arbeiten im Moment mit einer Kamera, aber zwei hübsche Moderatoren, die sie zum Glück jetzt nicht sehen. Nein, besser ist das. Bin auch dafür, dass die Kommentatorenkamera fürs nächste Mal abgeschafft wird, Uwe. Das kann nicht sein, du. Ich hätte übrigens jetzt gerade, also ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, ne, aber was André Fuhr gut gelöst hat, ist jetzt mit Clara Danielsson gefällt mir die Abwehr besser. Und sie gefällt mir auch vorne gut. Aber vielleicht kann, oh, das ist auch gut gespielt, ja. Super gemacht. Rechtzeitig noch die Hände weggelassen. Es bleibt spannend. Nach 42 Minuten, 23 zu 22. Und klasse gemacht. Also Vanessa Fehr in Topform jetzt. Und aufgepasst. Und der Ball ist... Nein, Kreis ab. Aber da wird man nervös jetzt. Also 23 zu 22. Mann, ich kann mich kaum erinnern in dieser Saison, dass ich ein Spiel erlebt habe, was so eng ist hier in Wellinghofen. Es gab keins. Und selten, dass ich anfange zu schwitzen hier jetzt hier. Das liegt aber nicht an mir. Ne? Nein, auf keinen Fall. Das heißt denn das aber auf keinen Fall? Es ist, man merkt, es ist Spannung jetzt in dieser Begegnung. Und da ist auch viel Bewegung, viel Action drin jetzt. Und jetzt muss der BVB mal wieder abschließen. Ja, sie muss sich mal trauen, das ist richtig. Und eigentlich muss die Zeitstrafe noch geben. Und die gibt es, glaube ich, auch. Na, sie überlegen es noch. Ich glaube, auch jetzt in der zweiten Halbzeit wird das Spiel ein bisschen härter. Ja, ist richtig. Das hat zwei Gründe, warum es härter wird. Entweder, weil die Spielerinnen deutlich mehr zupacken und wissen, wir müssen jetzt auch mal anfangen, Abwehr zu spielen. Spielerinnen werden aber auch müder. Deswegen kommen sie häufiger auch mal einen Schritt zu spät. Aber beide Mannschaften, muss man dazu sagen, auch Borussia Dortmund und der BVB hat ja im Moment ein Mammutprogramm. Das muss man sagen. Die Mädels waren 22 Stunden unterwegs alleine vom letzten Champions-League-Spiel, bis sie wieder hier in Dortmund waren. Und Tina verwandelt sauber diesmal rechts unten in die Ecke. Abdullah, 24, 22, 43 Minuten gespielt. Also irgendwann lässt auch mal so ein bisschen die Kraft nach. Du hast gerade die Rückreise angesprochen. Ja. Das ist natürlich, wir haben da ja bei den letzten Übertragungen ja schon drüber gesprochen. Das ist ein Faktor. Und wenn eine Spielerin so lange im Bus sitzt, dann bist du auch im Kopf müde. Ja, dann gab es hier noch schlechtes Wetter. Bist du vielleicht auch noch mal ein bisschen müder. Darf man nicht unterschätzen. Und da kann sich manch einer Fußballer mal eine Scheibe abschneiden, was die Mädels hier bringen.
in Unterzahl. Das muss man bei Leverkusen auch noch dazu sagen. Die haben heute einen Vorteil, und zwar den Vorteil der kurzen Anreise. Wenn eine Mannschaft 4-5 Stunden anreist am Spieltag und du musstest am Tag davor vielleicht noch arbeiten oder was auch immer, studierst noch nebenbei, hast noch Training und reist dann 4-5 Stunden an, ist was anderes, wenn du eine Stunde die A1 hochfährst. Und das Wetter in Leverkusen soll besser sein, hat man mir gerade gesagt. Ich habe mit einem Betreuer von Leverkusen vorhin ein bisschen mich unterhalten. Und der sagte, meine Güte, bei euch ist ja aber richtig viel Schnee runtergekommen und richtig kalt. Bei uns in Leverkusen ist es nicht ganz so extrem. Also ist man gut durchgekommen. Wie gesagt, wenn das eine Mannschaft gewesen wäre, die jetzt aus Norddeutschland gekommen wäre, ich glaube, dann hätte das Spiel das gar nicht stattgefunden hier in Dortmund. Sowieso verrückt. Das ist ein Heimspiel von Buxtehude verlegt worden nach Oldenburg. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Denn Buxtehude ist ja nicht Hamburg. Und weil die nicht aus Hamburg selber kommen, dürfen sie jetzt das Heimspiel nicht in Hamburg austragen. Also das ist auch völlig wild. Ja, es gibt Sachen, die kann man manchmal nicht glauben, aber sie sieht nun mal so. Und ich kann es auch gar nicht glauben, dass es nach 45 Minuten 24-23 steht. Und Leverkusen ist auch jetzt wieder komplett. Leverkusen macht heute viel richtig. Ja, jetzt muss man aufpassen, man darf sich jetzt nicht locken lassen, weil das gibt dann schnell 2 Minuten, weil der Abstand nicht eingehalten wurde. Minuten noch. Einen Pass haben sie noch, dann müssen sie werfen. Und guter Block. Gut gemacht. Es ist knapp, aber der BVB führt immer wieder. Das ist das Positive jetzt mal. Und wenn man nach 60 Minuten dann auch mit einem Tor führt, ist das Ding gelaufen. Und wieder erneut eine Zeitstrafe. Wie gesagt, also es häufen sich jetzt die Zeitstrafen hier in Dortmund. Geht rum und deswegen ist die Außen frei. Also so leicht geht's. Und das war kein leichter Wurf. Vanessa Fair mit gutem Stellungsspiel. Aber sie hat sie noch unten reinbekommen. Also 25-23. Ja. Konnte man jetzt super sehen. Svenja Huber hat beim letzten Mal in Überzahl gemerkt, die Kreisläuferin sperrt mich. Jetzt arbeitet sie drumherum, aber dann ist die Außen halt blitzeblank. 1 Minute noch in Unterzahl. Leverkusen. Sie kommt durch. Eigentlich ja, darf es nicht passieren. Weil sie durchzieht bis zum Ende. 25-24. 47 Minuten. Das gibt's doch nicht. So, Danielsson spielt wieder. Dort die Sperre. Ja, und jetzt müsste eigentlich... Und Dortmund, genau, jawohl! Tina Abdullah. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt in dieser Phase, weil wir haben jetzt die 45. Minute ja schon überschritten. Das war bei den letzten Spielen immer so der Punkt, wo der Gegner nicht mehr konnte. Leverkusen kann noch. Und noch 15 Sekunden in Unterzahl, die Gäste aus Leverkusen. Und Leverkusen ist wieder komplett. 26-24 für Dortmund. Wird Leverkusen jetzt Treffer 25 erzielen? Wir werden es erleben oder nicht erleben. Ich traue es der Mannschaft zu. Ja, gute Abwehrarbeit. Ja, also die Mädels stehen jetzt gut vom BVB. Kullert rein ins Netz.
26, 25, 48 Minuten und 30 Sekunden sind hier in Dortmund gespielt. Ja, ich tippe jetzt mal darauf, 5 Minuten vor Schluss haben wir noch keine Entscheidung in diesem Spiel. Aber damit lehne ich mich, glaube ich, nicht so allzu weit aus dem Fenster. Nee, ich glaube, das wissen wir schon seit der Halbzeit, dass das ein knappes Ergebnis werden wird. Der Tabellenachte aus Leverkusen spielt gut mit und es passieren natürlich dann auch Fehler, die eiskalt ausgenutzt werden von Inge Smits und 27 zu 25. Elf Minuten jetzt noch zu spielen, 2 Tore Vorsprung für Borussia Dortmund. Tabellenerste gegen den Tabellenachten hier. Und wenn man die beiden Mannschaften sieht, kann man das gar nicht glauben, dass da so ein großer Bereich ist, wo andere Mannschaften sich befinden. Und gut pariert! Jetzt steht Isabel Roch zwischen den Pfosten, das wollte ich vor ein paar Minuten auch noch ansprechen, aber du bist mir natürlich wie immer ins Wort gefallen, Uwe. Kein Problem, da können wir mit leben. Dass man auch mal, ja, stand für mich vorher im Kreis, die Angriffsspielerin, aber okay, 7 Meter gibt's. Da nochmal ein neuer Impuls einfach von der Bank, nicht weil jetzt Jaratan heute so schlecht gehalten hätte, das will ich jetzt gar nicht sagen, waren ja auch viele Durchbrüche und Würfe von 6 Metern dabei, aber einfach... Ja, ausprobieren. Und Isabel Roch hat in Brest am Wochenende sehr, sehr gut gehalten. Oh! Und ja, das, den Pfiff finde ich falsch und ich erkläre auch gerne, warum. Da. Svenja Huber hat auch den Ballbesitz nicht gehabt. Das ist ein offener Ball. Svenja Huber ist nicht am Ball. Wenn sie den Ball hat, ist der 7 Meter okay. Aber die Wurfhand wurde im Endeffekt berührt. Ja, also. das ist richtig. Aber sie ist nicht im Ballbesitz. Okay, lasse mich drauf ein. Einverstanden? Ja, wir haben heute leider keine Zeitlupe. Wäre sehr interessant gewesen, das mit der Zeitlupe nochmal zu sehen. Aber beim nächsten Einspiel hoffe ich, dass das Wetter wieder gut ist und wir wieder hier hinfahren können. 9 Minuten jetzt gleich nur noch zu spielen. 27 zu 26. Also so ein Spiel. Zum Glück aus Dortmunder Sicht führt der BVB immer Minimum mit ein Tor und ist jetzt im Ballbesitz und kann jetzt wieder erfolgreich abschließen und dann wird es 28 zu 26. Also du hast gerade gesagt, Sascha, wir werden hier eine spannende Endphase erleben hier in der Sporthalle und wir merken es ja eigentlich, was hier für ein Raum Spielfeld ist. Die Halle ist ja eigentlich fast leer. Winkel, aber ein tolles Tor von Tina Abdullah. Ein ganz, ganz wichtiges Tor gegen Podravka. Vegeta in der Champions League hat sie schon ein tolles Spiel gemacht. Ich habe jetzt den Eindruck, dass Tina besonders jetzt in der zweiten Halbzeit so ein bisschen aufblüht. Ja, das tut sie und das ist halt jetzt in dieser Phase, da kommt es drauf an. Also da kann man sich keinen Fehler mehr erlauben. 2 Tore Vorsprung, ein bisschen mehr als 8 Minuten zu spielen. Aber das Ding ist noch nicht gelaufen, auf keinen Fall. Also das bleibt spannend, wie du auch vorhin schon sagtest, bis die letzten Sekunden hier laufen in Dortmund-Wellinghofen. Und es sind jetzt noch 8 Minuten zu spielen. 28 zu 26. Das ist gut verteidigt. Man muss aber Lopez jetzt wieder weit weghalten. Das macht man nicht und deswegen trifft sie auch. Da ist Tina Abdullah zu passiv. Ja, die wartet bei 6 Meter. Dann geh doch anderthalb Schritte. Also du musst ja nicht bei 10 Meter verteidigen. Ist auch falsch. Aber du musst den Schritt raus machen, damit die Schütze nicht einfach abziehen kann. André Fuhr hat es schon angedeutet gehabt, eigentlich, dass das kein einfaches Spiel werden wird gegen die Elfen hier aus Leverkusen. Und er wird sicherlich seinen Mädels jetzt einiges mit auf den Weg geben für die restlichen 7,5 Minuten hier in der Sporthalle Dortmund-Wellinghofen. Aber auch auf Sicht
Der Leverkusener kann man wirklich sehr zufrieden sein. Man macht hier oder legt ein gutes Spiel hier auf die Platte. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zuschauer in Leverkusen mit ihrer Mannschaft sehr zufrieden sind. Und das können sie eigentlich auch sein. Da ich übrigens weiß, dass da hier auch sehr viele Leute zuschauen, die sich für den internationalen Frauenhandball interessieren, habe ich gerade nebenbei gelesen auf Twitter Nora Mørk, die norwegische Europameisterin, die ja gefühlt jedes Jahr eine schwere Knieverletzung hat. Da spielt gerade nämlich Kristiansand gegen Rostov aus der anderen Champions-League-Gruppe, also nicht die Gruppe, in der der BVB spielt, ist unter Tränen verletzt ausgewechselt worden, ohne Kontakt. Und sah wohl wieder nach einer Knieverletzung aus. Da kann man ruhig mal beste Genesungswünsche bzw. die besten Wünsche schicken nach Norwegen. Also was ich jetzt ganz wichtig finde, die 7 Minuten, die wir jetzt noch haben, du musst immer diese 2 Tore halten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht mal den Ausgleich kassierst, weil dann ist das ganze Momentum auch vom Kopf her bei Bayer Leverkusen. Ja, man merkt es auch, es fallen eigentlich jetzt pro Angriff immer ein Tor. Ja. Es geht immer hin und her und wir sehen hier, man sieht hier auch die Anzeigetafel, immer nur ein Tor rechts, ein Tor links. Also im Moment liegen wir bei 29-27. Diese 2 Tore im Augenblick. Theoretisch müsste jetzt wieder Leverkusen abschließen. Und 53,5 Minuten sind jetzt hier gleich gespielt. Und da ist er wieder, der Abschluss. Es ist kaum zu glauben. Und jetzt muss natürlich der BVB wieder zuschlagen. Also wenn man jetzt einmal nicht zuschlägt auf Seite von Borussia, ich würde mich nicht wundern, dann sind wir beim Unentschieden. Also ich finde in der Defensive einfach keinen Zugriff. Das macht Leverkusen gut. Und das war jetzt auch kein leichter Winkel für so Sprengers. Also gut ab. Jetzt ist Miriel Frerichs wieder drin im Angriff. Und kämpferisch stark, das sind die Elfen, das muss man wirklich sagen. Aus Leverkusen, aber auch... Ja, kann mir vorstellen, dass es sich jetzt ärgert. Alles gut, aber jetzt hast du wieder halt den 7 Meter. Ja. Mach die Bude einfach rein. Warte, guck auch mal, weil sie kommt aus der Bewegung und wirft. Einfach noch ein bisschen länger warten. Linke Seite war komplett frei. Es hört sich so leicht an. Ich kann das alles nicht, ne? Also ja, nur als Erklärung. Tina Abdullah wird den 7 Meter ausführen. 29-28 steht es jetzt. Auf der Uhr sehe ich 54-17. Also, Tina, sie muss... Oh, das war knapp. Das war knapp. Oh. Christina Grauwacht war beinahe dran. Sie ärgert sich. Aber Glück für Borussia Dortmund. Na, bleibt jetzt drin, erstaunlicherweise. Vanessa Fehr fand ich, hat gar nicht so schlecht gespielt. Nein, wirklich top. Puh, Auszeit interessant. Also, was übrigens da die linke Seite von Leverkusen insgesamt heute macht. Mit Lopez auf halb und Sprengers auf außen. Top. Die Tafel dabei. Martin Schwarzwald. Erklärt, erläutert einiges. Knappe 5 Minuten noch hier in Dortmund. 30-28. Und man sieht also die Anspannung auch an hier bei dem Team, bei natürlich
Andreas Bartels, Andreas Heiermann und auch Präsident Dr. Reinhard Raubal sitzen hier zusammen und drücken ihre Mädels natürlich kräftig die Daumen. Wie wir schon mehrfach jetzt gesagt haben, also in den letzten Wochen haben wir nicht so eine spannende Begegnung erlebt wie am heutigen Mittwochabend. Und klasse machen die Mädels das aus Leverkusen. Aber diesmal stand die Dortmunder Torfrau sehr gut. So, und jetzt könnte man eventuell mit 3 Tore in Führung gehen. Und das wäre die halbe Miete, würde ich sagen. 55 Minuten und 30 Sekunden sind gespielt. Und der BVB im Angriff. Wird der BVB jetzt vielleicht einen ganz, ganz wichtigen Treffer erzielen? Wird das der Treffer sein, der vielleicht die 2 Punkte dem BVB bringen wird? Ja, man versucht, die Lücke zu finden. Und gut, die Schiedsrichter, also Torschiedsrichter in dem Fall, hat es angezeigt. Ja, aber das ist nicht die Linie, die sie bislang 56 Minuten gepfiffen haben. Also das tut mir dann auch ein bisschen leid. Das, also Tina Abdullah? Ja, ich glaube, ich habe damit meine Meinung kundgetan. Ja. Oh! Aber dann war das okay. Das Tor hätte ich aus Sicht von Borussia Dortmund mitgenommen, so ist es nicht. Ja. Aber es bleibt spannend dadurch. Ich hatte gerade gesagt, also wenn der drin gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, das Ding ist vielleicht gelaufen. Jetzt ist alles wieder offen. Was für ein Spiel. Und nochmal eine Auszeit. Ja, Martin Schwarzwald hat viel zu besprechen, aber das ist ein Angriff, der muss jetzt sitzen. Ich glaube, der Martin möchte gerne hier aus Dortmund was mitnehmen. Und ich bin ganz ehrlich, komplett unverdient wäre es auch nicht. Die machen ein gutes Spiel und es ist das, was wir vorhergesagt haben. Wahrscheinlich die erste Mannschaft seit langem in Dortmund, die hier was wirklich auch über 60 Minuten erreichen kann, die auch dagegen hält, immer noch. Obwohl sie auch im Rückraum eigentlich fast gar nicht gewechselt haben. Also da bin ich schon relativ positiv überrascht. Machen sehr guten Eindruck und bislang ein tolles Spiel. Ja, das muss man wirklich sagen. Also beide Mannschaften präsentieren sich hervorragend hier. Dreieinhalb Minuten noch. 30 zu 28 und Leverkusen hat den Ball. Kann Leverkusen jetzt Treffer 29 erzielen? Mit diesem Angriff. Sie erleben es live mit. Und man muss natürlich jetzt versuchen, schnell zum Abschluss zu kommen. Richtig, waren Schritte sonst. 3 Minuten noch. Oh, gute Gegenbewegung. Und der Ball ist drin! Das ist eine tolle Gegenbewegung, aber sie haben sich locken lassen. Sibylle Jugendgitte. 30 zu 29. Und jetzt ist ganz wichtig, dass er, der BVB muss den Treffer setzen. 2,5 Minuten noch zu spielen. Mag gar nicht hinschauen. Über außen. Ja, das die Mädels stehen gut aus Leverkusen. Sie stehen gewesen, da nochmal abzubrechen. Wo ist die Lücke? Und ein kräftiger Wurf! Und gehalten! Der BVB hat den Ball. 2 Minuten jetzt noch. Und wieder gehalten. Nein. Und also erstmal wieder. Kelly Dulfer muss den machen.
Und der 7 Meter. Und ich hätte beinahe, der Papst ist auf Seite von Borussia Dortmund. Ist nett gemeint, der 7 Meter, aber ist nicht richtig. Handball ist auch ein Kontaktsport und du kannst für so einen Streifer an der Seite Inga Schmitz muss Nerven haben. Hat sie die Nerven? Und sie wird den Ball verwandeln! 31-29. Zwei Tore Vorsprung und knapp 90 Sekunden sind jetzt hier in Dortmund-Wellinghofen zu spielen. Und jetzt muss natürlich Leverkusen versuchen, schnell abzuschließen. Gute Abwehr. Sehr gute Abwehr von Jennifer Gutierrez, den Angriff schön unterbunden. Super Abwehr, super Block. Da ist Leverkusen jetzt ein bisschen ungeduldig geworden. Aber es liegt natürlich auch daran, dass ihnen ein bisschen die Zeit davon läuft. Aber eine Minute. Die ganzen Angriffe vorher waren sie immer geduldig und haben bis zum Ende ausgespielt. Das ist gerade nicht. Dr. Raubal und Andreas Heiermann und auch Andreas Barthe, sie stehen jetzt auf der Tribüne, die drei. Ich glaube, die können auch nicht mehr sitzen, denn es ist wie gespannt. Aber normalerweise, jetzt sind es noch 43 Minuten. 43 Sekunden, Entschuldigung. Da wird man ja total nervös jetzt. Aber es müsste eigentlich gelaufen sein. Das sind zwei hart erkämpfte Punkte, Sascha. Das muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen, wenn wir die jetzt haben. Aus Sicht von Borussia Dortmund. Sie haben dieses Spiel dann glücklich für sich entschieden, ist nicht richtig. Nee. Aber das sind zwei, drei Aktionen, die am Ende entscheiden, ob du gewinnst oder verlierst. Und ich habe das ja eben schon anklingen lassen. Bayer Leverkusen hat hier ein sehr gutes Spiel gemacht. Und da fehlt noch eine Mia Czocke, Nationalspielerin, die heute nicht mit dabei ist. Klar, da fehlt natürlich auch Alina Gazé jetzt auf der Gegenseite und die Laila Amega auch. Aber trotzdem, Leverkusen hat hier sehr, sehr gut gespielt. Und der BVB. 30 Sekunden sind noch zu spielen. Ich finde das übrigens interessant, wie nervös Spielerinnen immer werden bei einer kurzen Deckung. Sehr, sehr interessant. Und Leverkusen hat den Ball. Wir schauen zu, noch 20 Sekunden sind zu spielen. Schließen Sie jetzt noch einmal ab. Nein, das reicht. Den Ball. Und das, ich glaube, reichen. Das war's. Ja. 12 Sekunden noch. Ja, aber vorne den Ball einfach zum Kreis geworfen, gar nicht geguckt. Ist das eine gute Situation? Sich nicht bewegt. Es hat sich keine Spielerin freigelaufen. Aber es reicht. Dortmund gewinnt. Das Spiel ist aus, 31-29. Kompliment, das muss man wirklich sagen, an die Elfen aus Leverkusen, die sich toll hier in Dortmund präsentiert haben. Und der BVB spielt meisterlich. Und wir sind mit dem BVB Richtung Meisterzug unterwegs und hoffen natürlich, dass der BVB weiter so erfolgreich spielt und auch mal eine spannende Partie den Zuschauern bietet. Also, das war eine super spannende Partie. Die letzte Minute und das Ding war noch offen. Wir haben eine wirklich tolle Partie gesehen. Heute auf beiden Seiten nicht so viel Abwehr. Am Ende zog das ein bisschen an. Ich finde, Borussia Dortmund, das ist so ein Spiel, Uwe. Wenn du Titel gewinnen willst, wenn du nicht deine beste Leistung bringst, aber du hast trotzdem zwei Punkte geholt, dann wirst du am Ende auch deutscher Meister. Und das hoffen wir natürlich alle aus Dortmunder Sicht. Ja, liebe Zuschauer, das war's dann schon hier aus Dortmund. Und ich hoffe, dass wir beim nächsten Heimspiel dann wieder mit
von der Mannschaft auch auflaufen, technisch gesehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir heute nicht wie gewohnt einer großen Technik im Präsidium, sondern nur eine Kamera zur Verfügung hatten aufgrund der Wetterverhältnisse. War es nicht machbar hier in Dortmund. Das hat wieder Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns wieder hier. Und ich freue mich ja schon auf die große Feier, die es vielleicht hier geben könnte. Ja, nicht zu schnell sein. Ein bisschen wird noch gespielt. Dortmund hat jetzt erst die erste Serie fertig. Also das vergessen wir immer, weil es schon Februar ist, aber es sind noch einige Spiele zu spielen. Dann sagen wir herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wünschen Ihnen einen angenehmen Abend hier aus Dortmund, aus dem verschneiten Dortmund bei minus 8 Grad jetzt. Alles Gute, einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen wünschen Sascha Staat und Uwe Giesker. Tschüss. Tschüss zusammen.